Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Mittwochnachmittag, 15 Uhr. Ich bin gerade in Landstuhl bei der Liebherr, habe dort abgeladen den R936 von Göllheim drüben. Und jetzt fahre ich nochmal nach Kaiserslautern an die Pfaff. Lade dort einen Walzenzug. Donnerstagmorgen. Halb acht vorbei. War gerade wieder, weiß nicht, ob man es erkennt, an der Pfaff in Kaiserslautern. Hab unseren kleinen Brecher geladen. Der geht jetzt nach Hause in die Werkstatt. Mal überholt werden. Planierraube geladen. Ich hoffe, die Bilder sind was. Die Aufnahmen. Geht jetzt zurück nach Landstuhl. Der Plan hat sich mal wieder komplett geändert. Ich bin ja gerade in Mainz. An der neuen Anlegestelle, die wir hier, wo die Erdarbeiten gemacht wurden von uns. Da hinten kann man den einen Nebenarm erkennen. Ja, und ich lade das gute Stück. Unser Long Reach. Und er geht rüber nach Rammstein auf die Baustelle.
34. Zusammengeschoben und hatte die Luftleitung noch nicht dran. Heißt, die Bremse am Tieflader war noch zu. Heute Morgen geht es dann an die Pfaff wieder. Mal wieder. Dann steht noch unser R936. Den lade ich. Und er geht nach Kaiserslautern, Einsiedlerhof, an die Amazon. So,
Hi, wir haben gleich 8 Uhr. Ich bin hier gerade auf der neuen offiziellen Zufahrtsstraße zu dem neuen Amazon Versandzentrum oder Frachtzentrum oder wie auch immer. Es soll eine LKW-Zufahrt sein. Warum mache ich hier so eine verschissen schmale Straße hin? Das ist wieder typisch. Warum mache ich die Straße nicht 20, 30 cm breiter? Steht doch niemanden hier. Hier steht der Schuppen. Es ist herrlich. Es ist herrlich einfach. Naja, egal. Ich fahre jetzt hier rein. Gucken, ob ich hier durchkomme. Ansonsten muss ich das Tor noch ein bisschen aufziehen. Das sieht gut aus. Oh, das sollte passen. Gut. Naja. Vorne kommt unsere Baustelle. Ich habe die Kamera gerade in der Hand, darum wackelt das alles wieder so. Film mal kurz nach unten. Der Kollege muss nicht drauf sein. Gerade am Mutterboden 7. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie rein. Wo? Keine Ahnung. Naja, mal gucken. So, ja. Lad jetzt den LH wieder. Ich weiß, alles schon 100 Mal gesehen. Steht das Ding. Aber was soll ich filmen sonst, Mann? Naja.
komplett geladen in Sembach. Ich hätte gern ein bisschen mehr gefilmt, aber gut. Die Verladeaufnahmen sind ja drauf. Aber und der Rest habt ihr alles schon mal gesehen. Der Bagger geht jetzt nach Freisen rüber. Wie gesagt, Bundeswehr, da darf ich eh nicht filmen drin. Mal schauen, was es noch gibt danach. Hallo, moin. Wir haben Samstag, ja, ausnahmsweise mal Samstag. Jetzt bin ich wieder in Budenheim. Da steht der Bagger, den ich lade. Den nehme ich aber mit nach Hause. Den lasse ich draufstehen bis Montagmorgen. Ja, den lade ich jetzt. Entschuldigung, muss ich noch nach Hause. Sowieso. Und Kettentüff habe ich heute. So viel wie ich weiß. Mal gucken. Jetzt lade ich erstmal. Thank you.
und so viel weiß ich schon. Der Bagger geht unter nach Grünstadt. Ich vermute zu den Amis da in die Großbäckerei. Da haben wir vor gut einem Jahr einen Abriss gemacht. Das ist noch kein Jahr her. Ich hab kein Zeitgefühl mehr irgendwie. Vielleicht haben wir da auch eine neue Baustelle, keine Ahnung. Würde ich sagen, wir sehen uns Montagmorgen. War's das für diese Folge? Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Ja, schönes Wochenende. Wobei, ihr werdet die Folge Mittwoch sehen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Dann haut rein. Good.